So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Altes Live als Cop. Wir sind hier gerade in der Streife eingeteilt in Kavallamarkt. Ich bin bestimmt befördert worden und habt einfach mal Spaß, weil hier geht heute echt die Post ab. Wer wollte hier was machen? Jetzt hier für den Umweltschutz. Okay, dann so, Sie gehen jetzt bitte sofort von der Straße runter. Moment, hat den jetzt jemand gebannt gerade? Dann hältst du die Fahrzeuge mit Delta Force zusammen an, die geblitzt werden, ja? Dann macht ihr beide das. Okay, dann gehe ich gleich zum Gameboy. Ich bleib noch so lange kurz hier beim Fahrzeug. Der Trottel, der die ganze Zeit auf dem Moikplatz diese komischen Töne abgespielt hat. Ranger, ich glaub schon. Versuch dann auf die Fahrzeuge auf den Tino, du kommst bitte mit mir auf den Marktplatz, ja? Ja. Jo. Der Suizid schiebt, der stiftet hier schon wieder an, vom Dach zu springen. Jetzt kommt wenn irgendjemand sieht, irgendeine Bewegung was zu machen und die reparieren nur so, guckt direkt, ob es wirklich da kommt was hinten. Apollo fliegt am Highway Patrol ganz tief mit dem Heli rüber. 107 km/h, der Picker. Mit Faustgäste dann so auf den Rand. Dann schreist 107. Ich mach selbst Faustgäste. Wow, Kavallerie 27. Auf Richtung Kavaller raus. Würden Sie bitte das Fernglas einstecken? Den hab ich nicht gekriegt. Martin? Martin, 175, ey. Hallo, Sportnehmer. Würden Sie bitte das Fernglas wegstecken? Zu uns mit 175 oder weg? Nee. Aber ich lege jetzt mal mein Nagelbrett hier. Ich bin gleich mal bereit. Ich stelle mich auf die andere Seite. Nee, du musst messen. Ja, aber nochmal perfekt. Ich kann ja so besser beide Seiten. Danke sehr. Ja, scheiß auf diese Seite da hinter uns jetzt dabei. Wenn sie drüber fahren, ist so der Sport den finden. So, was ist denn hier passiert? Was ist denn schauen wir hier. Weiß jemand, was mit diesem Dorf Gauner passiert ist, weil der auf einmal vom Server runter ist? Game, stell dich mal hier so hin. Oh scheiße, meine Pizza. Hier. Oh Mann. Hier so, hier vorne, dass wir direkt in, wahrscheinlich fahren die ja gerade durch, weil sie, dass wir direkt in die Richtung mitfahren können. Warte, Achtung, Vorsicht, ich hab grad einen Freeze gehabt. Ja, wie ihr seht, Leute, hier ist richtig gerade Action am Kavala, also wir hatten gerade schon eine wilde Schießerei gehabt mit diesem sogenannten Dorfgauner. Wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Willst du mir auch eins geben? Ja, wollte ich machen, weil ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich benutze Olaf ist übrigens, also nicht Olaf, sondern Randy ist übrigens gerade auf der Autobahnpolizei. Da scheint auch ziemlich Action zu sein. Eigentlich wollten wir zusammen aufnehmen, aber ja, leider wird man nicht zusammen eingeteilt. Wir erreichen auch gerade keinen von den Admins. Ich mühte mich mal hier gerade, dass immer nicht alle dazwischen quatschen. So, ja, wie gesagt, Olaf ist auf der Autobahnpolizei und da ist auch ein bisschen Action. Ist schade, dass wir nicht zusammen eingeteilt wurden. Die Kollegen da drüben, das sind neue Rekruten. Die lasern gerade. Und hier fliegt ein Hubschrauber. Das darf er auch nicht. Okay. Also mal gucken, was die Kollegen dazu sagen. Wenn er so im Boot liegt, dann wird das keinen mehr töten. Aber okay, das Problem ist halt, wie gesagt, wenn du es in der Hand hältst und dann irgendwie damit rumdrehst und da irgendwer steht und wird auf jeden Fall leben. Ah, jetzt kommt der Ding, der die Sportlimo. Nagelbänder legen, schnell. Ich hab von wo kommt der? Da ist er. Gimmick. Da ist er, die hat übel abgebremst. Ich hab was für dich. Bitte halt sie einmal an, bitte einmal anhalten. Was denn? So. Bitte fahren sie rechts an den Rand. Wir müssen Swaker, eine allgemeine Fahrzeugkontrolle. Das nur in der Hand hältst, dann passiert nichts bei dem. Ja, ich hab eure Sportlimo wurde bei uns angehalten am Marktplatz. Was ist denn mit der Sportlimo? Ja, zweimal schnell fahren. Wie schnell? Ja, zweimal über 30 km/h. Also über 40 km/h eigentlich. Moin. Also 6000 insgesamt. Je 3000. Okay, habe ich irgendwas verbrochen? Wir sind hier eine allgemeine Fahrzeugkontrolle durch. Überfall kommt schon mal. Wir haben Tempomessungen vorgenommen vorne vor der Stadt. Meine Ingames sind so leise. Sie sind zu schnell gefahren. Zweimal. Oh, habe ich wohl vergessen aufs Tacho zu kommen. Jetzt leckt's bei mir wieder was Season Heat. Natürlich. Ach, wie schnell war ich denn? Ich hab Standbild. Wie schnell war er, möchte er wissen. Warum lasst ihr die nicht weiterfahren? Einmal Holzkohle. Patrick? Was? Der wollte wissen, wie schnell er war. Ist ein Event, geht leider los, immer unter Ruhe. Kann er da irgendwas genaues sagen, wie schnell der war? Einmal 176 und einmal 147.
Okay. Ah, 176 und 147, ja? Einmal sind sie 176 gefahren und einmal 147. Na gut, ich meine, ich habe auch ein schnelles Auto. Bist du wieder da, Carsten? Ja. Ich glaube, das Problem erkennen Sie. Der Sportnehmer ist vorbeizogen bei uns. Tut mir leid, ja. Komm, wir fahren einmal Richtung Kupfermine. Hören sich das jetzt an. Diesen ich muss aber in 5 Minuten wieder aufspringen und meine Pizza retten, meine zweite. Kupfermine ist eine gute Idee. Ich hatte gerade jemanden hier stehen, der sagt, dass seine Kupfermine überfallen wurde und der sagt, dass sie da einfach gerutscht ist. Einsatzleitung für Nacho. Ach ey, jetzt zieht's wieder nach links mein Fahrzeug. Kommen. Also die User sind nun an der Autobahnpolizei angekommen. Die fahren jetzt nach Atira, da sind sie dann ein paar Minuten und dann kommen wir Richtung Kavala. Kommen. Verstanden. Okay, danke, Ende. So, wie gesagt, wir führen hier gerade eine Geschwindigkeitsmessung, wurde durchgeführt. Das bedeutet, zu schnell gefahren hier am Marktplatz sind nur 30. Das heißt, der kriegt jetzt ein 6000er Ticket. Alter, was ist jetzt los? Nacho, Fake für Nacho, kommen. 6000 ist aber viel. Kann man nicht ein bisschen verhandeln? Es wird nicht verhandelt. Ich meine, ich bin der Ersttäter, oder? Preise und Sie müssen bedenken, dass die 176 km/h gefahren. Türkischer Bazar oder was? Ja, versucht gerade. Ich meine, ich kann auch 300 km/h fahren, das ist ja alles machbar, ne? Das sind mehr als 140 km/h zu schnell. Hatte ich heute echt auch. Ich glaube, ich bin bei einem türkischen Bazar, glaube ich. Der Effekt, der hat eine Waffe geklaut. Dem hat da jetzt einer von euch drauf geachtet, ob er das Ticket bezahlt hat? Fuck. Ja, 6000. Also manchmal geht da einfach der teuerste durchgezogene Waffe. So, wir können mal ganz kurz gucken, wer hier alles auf der Fahndungsliste steht. Das ist nämlich heute echt reichlich. Links oder rechts? 360, da steht irgendwie immer drauf. Okay, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht einen erwischen davon. Stimmt nicht. Doch, auf der Straße bleiben. Ja, ja, aber links runter. Ab. Aber runter. Okay. Ich werde es versuchen. Schon wieder Explosion. Ja, das kostet ja Siege. Krise, wenn es jetzt nur mehr rauf. Also bitte nicht nur versuchen, das nächste Mal wird es bedeutend teurer. Okay, ja. Ja, nee, Sie haben recht. Alles klar. Denken Sie dran, hier sind auch Kinder unterwegs, ne? Liegst du da rein? Ja, nee, Sie haben ja recht. Hm? Okay, dann wunderschönen Tag noch. Explosion. Oh. Direkt neben Markt Explosion. Ich fahr mal, soll ich mal hinfahren? Ja, fahr mal hin. Aber nicht allein. Es war ein Auto. Ja, das hab ich auch. Was war nur ein Auto gewesen? Das war der Effekt, der hat vorhin einen geklaut, die Waffe geklaut und jetzt anscheinend sein Auto. Kommen Sie einmal bitte vor von dem Auto. Ach so, gut. Herr Bombay. Ich bin ja an einem blauen Offroader dran, brauch sofort Verstärkung an meiner Position. Dankeschön. Das sind die von der Kupfermine. Die haben mir gerade gedroht, dass sie sonst auf mich schießen, wenn ich nicht mit dem Heli abdrehe. Ich werde aber weiter verfolgen. Wo ist er? Sind's da jetzt direkt unter dir? Achso, das ist ja gar nicht unser Heli. Ah, Mann. Soll jemand zur Unterstützung hin? Ja, bitte. Deckst du ein, Carsten? Achso, ich dachte, du wolltest sie kontrollieren. Nee, ich muss ihn. Boah, wieder ist am Arsch der Welt. Komm schnell. Das ist gut, kann ich meine Pizza essen. Games Trigger, kommst du bitte mal mit? Oder am besten. Der Officer. Ja, fahr du. Ich steig mit ein. Wohin denn? Wo war das jetzt genau? Auf dem Check seine Position. Okay. Kannst du mich lotsen? Ja, mach ich. Ja, bitte. Lots mich ein bisschen. Carsten? Wo willst du hin, Jax? Auf Jax Position mit dem Heli. Jax, wo steckst du gerade? Okay. Er ist mit dem Heli. Die Straße auf der Karte. Straße geht nicht weiter. Okay, wo muss ich hin? Sag links, zurück. Rechts. Links oder rechts, Offroad. Links oder rechts, Offroad. Achso. Hä? Wir müssen erstmal Richtung Autoschieber. Okay, ich wär schon. Haben wir schon wieder gedroht. Oh, sag mal, ist das normal, dass das Auto gerade so glitscht?
Ist noch jemand von euch am Markt? Böser D-Sync. Ja, ich bin am Markt. Wer schreibt auch noch wer anders? Ja, ich bin auch am Markt. Bisschen weiter links. Ich will bitte Unterstützung hier am roten Fahrzeug. Mehrere Delikte. Patrick, guck mal kurz auf die Map. Hier, Agira, zur Autobahnpolizei. Hier rechts. Was? Was ist mit dem Fahrzeug jetzt passiert? Das Fahrzeug, das hat sich einfach, warum auch immer, das lag auf dem Kopf, als ich angekommen bin. Kommt von Kavala auch jemand? Der Warnquisch ist auch auf dem Marktplatz, wird aufgesucht. Ich kann nichts. Ich kann auch nicht aussteigen aus dem Fahrzeug. Ich muss mich schon Map hat sich bisher von Kavala keine Polizeifahrzeuge. Aber wie sollen wir dem Video Warum nicht? Patrick? Das ist doch viel näher dran, weil... Ich hänge hier gerade in dem Polizeifahrzeug fest, was in der Luft schwebt. Bisschen weiter links halten, dann kommen wir da wieder auf die Straße. Ja, ich muss da jetzt mal die Steine da überfahren, weil... Wow! Was kann man machen, wenn man in dem Polizeifahrzeug festhängt, was in der Luft ist? Also ich bin vielleicht 4 Kilometer von Kavala entfernt. Ich möchte, dass von da jetzt auch welche losfahren. Ich habe gerade keine Ahnung, was gerade passiert. Wir kommen gerade. Aber schau. Ja. So, links. Auf die Straße rauf. User left your channel. Wir sind da links der Straße. Da müsste eine Straße sein. Jetzt geradezu. Da. Der Assassin ist haben angehalten. Hier im Auto. Ich komme nicht aus dem Fahrzeug. Beziehungsweise bewegen sich jetzt langsamer. So, jetzt rechts. Komm gleich, bleiben. Wenn ich wieder drauf komme. Checkpoint 2 könnte noch dazu stoßen. Ja, müssen wir einmal leider respawnen, liebe Zuschauer. Tut mir leid, irgendwie sind wir im Fahrzeug. Ja, auf geht's. So, ich muss einmal respawnen. Ja. Ich, Tino. Achso, okay. Ich hänge im Fahrzeug fest. Was wollen wir folgen? So, ja, wie gesagt, ist ich leider manchmal ein bisschen buggy. Checkpoint 2 ist noch unterwegs. Aber kann man leider nichts machen. So, wir starten einfach nochmal neu und beenden erstmal an dieser Stelle den Part. Also ihr seht, hier ist echt Action. Schade, dass man jetzt nicht mit zu diesem Einsatz dazu gekommen ist, aber ich werde respawnen und werde mein Bestes versuchen, da hinzukommen und werde die Aufnahmetaste wieder drücken. So Leute, dann bis gleich. Tschüss. Achso, und danke fürs Zuschauen, ne?